Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic World Primal Ops. Wir haben Tag 6, bei Tag 7 gibt es sogar eine Truhe. Und an Tag 8 gibt's Velociraptor-DNA. Oh, wie cool. Ja, wir sammeln jetzt aber erstmal 30 Bernstein ein, nehmen wir natürlich auch mit. Das ist sogar relativ viel, glaube ich. Dann geht's gleich erstmal wieder ans Kisten öffnen, so wie immer, würde ich sagen. Oh, was haben wir denn hier? Ah, es gibt schon wieder ein T-Rex-Event. Variieren die gar nicht? Das sind ja irgendwie immer die gleichen Events, oder? Sehr, sehr seltsam. Ja, wir wollen das jetzt nicht nochmal machen. Wir sammeln jetzt erstmal alles ein, was wir uns verdient haben. Oh, schon 100 von diesen Dingern schon wieder. Das war gut. Damit können wir auch gleich eine Truhe aufmachen. Oh, die wollen mir aber hier richtig was verkaufen, die Schlingel. Ne, wir wollen aber mal kurz in den Shop gehen. Und dann zu den Kisten. Und dort könnten wir jetzt sogar nochmal zuschlagen. Guck mal, der seltene können wir mit 200 Bernstein holen. Also ist auch gar nicht mehr so weit weg. Aber ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal eine gewöhnliche Kiste. Und dann schauen wir uns gleich auch noch das Werbevideo kurz an. Na, leider nichts Blaues oder so dabei. Also ist alles nicht selten. Aber immerhin viel DNA. Können wir auch alles gebrauchen. Nehmen wir mit. So, und jetzt schaue ich mir mal kurz das Werbevideo hier an. Und dann können wir auch schon die nächste Kiste öffnen. Oh, auch wieder einiges an Punkten. Das sind, glaube ich, hier diese Punkte für die Tierführer. Genau, die brauchen wir dann auch noch auf jeden Fall. Und noch mehr DNA von dem Acrocanto. Sehr schön. Die Dinger hier mache ich gleich auch nochmal, diese Werbekisten Bernstein. Können wir jetzt auch eben schnell machen. So, jetzt habe ich auch genug Werbung geschaut. Perfekt, dann haben wir das schon mal. Ja, ich würde halt sagen, wir sparen entweder auf eine seltene Dinosaurierkiste oder halt so eine Tierführerkiste. Aber ich bin tatsächlich eher für die Dinosaurier. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was besser ist. Wir bräuchten eigentlich beides, muss man ja sagen. Ah, egal. Wir gehen mal zurück. Wir können noch mal eben schnell auch in den Tierführer reinschauen. Da können wir dann auch mal ein bisschen was boosten. Weil der ist noch sehr schlecht, ne? Vielleicht können wir da auch eine andere Waffe machen oder so. Da, Betäubung auszulösen. Da kann man die Chance erhöhen. Das ist eigentlich ganz cool. Sollen wir das machen? Das kostet halt echt viel von diesen Punkten. Wir schauen auch erstmal, was hier beim Aufleveln das Ganze kostet. Oh, das können wir aber machen, dann kriegen wir mehr Stärke und mehr Schaden. Warum nicht? Weil momentan sind wir echt schwach. Gehen mal direkt auf Level 15 hoch. Jetzt haben wir auch alles ausgegeben an Punkten. Egal. Hat sich bestimmt gelohnt. Wenn nicht, dann ist es halt so. Dann werten wir jetzt auch die Knarre auf. Ja, schön. Sehr gut. Und dann können wir auch mal in die nächste Mission hopsen, würde ich sagen. Ja, wir spielen wieder gegen diese Organisation, gegen die der Suche und der Draco gut ist. Ja, nehmen wir mal noch den Agro mit, weil der kann die ja mal verschrecken. Das ist immer ganz gut, auch wenn er trotzdem schwach ist. Aber ich denke, so sind wir ganz gut aufgestellt. Bin mal gespannt, wie wir uns jetzt schlagen werden mit der neuen Waffe. Oh, die haben jetzt auch Knarren. Hatten die vorher, glaube ich, nicht, ne? Neueste Informationen deuten auf einen Gefangenensucher Mimus in der Gegend hin. Und wir haben auch Berichte über laute Schüsse. Bleib wachsam. Vorher hatten die doch immer nur Schlagstöcke, glaube ich. Oha, okay. Wird auf jeden Fall schwieriger jetzt. Ich wette, du triffst die Dosen nicht. Ach ja, pass mal auf. Oho, wie gefällt dir das? Da stehen noch zwei. Also ich hätte alle weggemacht. Easy. Ja, die kriegen es jetzt erstmal direkt mit meinem Draken und dem Suho zu spüren. Ganz ehrlich. Und auch mit meiner neuen Knarre. Das ging doch schon mal recht gut. Dann rennen wir mal voran. Oh, wir müssen hier lang, also gehen wir erstmal oben checken. Denn hier ist auch noch was Schönes versteckt für uns.
Noch so ein paar mehr Dino-Coins. Gehen natürlich wieder erstmal dahin, wo der Pfeil uns nicht hinführt. Weil da findet man eigentlich immer schöne Sachen. Sehr angenehm. Mit diesen neuen Units, die schießen können, sind echt gefährlich. Da kann man nicht einfach so wegsliden. Ja, der Draco macht das. Da oben ist noch einer. Und den schaffen wir alleine. Wir gehen erstmal wieder nach links. Hier ist bestimmt eine Truhe. So langsam habe ich das Spiel durchschaut. Hier wieder viele. Hey, die lassen mich voll allein hier gegen einen Gegner. Aber so viel krasser fühlt sich die Waffe jetzt nicht an, muss ich sagen. Also das mit dem Betäuben geht ein bisschen besser. Oha. Die mit ihren Maschinengewehren, ey. Schlimm. Oh, wie viele das aussehen. Okay, da ist er. Ich kann den Anblick dieser Tiere in Käfigen nicht ertragen. Wir kümmern uns drum, gar kein Problem. Wir freien den Sucho mit einem Sucho. Klingt dann noch einen guten Plan. Oh, wie easy die sich jetzt durchgeschnetzelt haben. Nicht schlecht. Wollen wir ihn mal befreien? Der greift uns jetzt aber nicht an, oder? Nee. Okay. Gut gemacht. Und er scheint in ziemlich guter Verfassung zu sein. Bleib dran, wir sind gleich unten. Ich würde ja gerne, aber ich muss so viele Berichte lesen. Na gut. Jo, das war doch mal wieder sehr erfolgreich, würde ich sagen. Oh, neuer Feind entdeckt. Das ist aber interessant. Dann brauchen wir bestimmt auch wieder neue Dinosaurier. Was heißt das denn jetzt da oben? Dieses 0 von 5. Wir gehen einfach mal rein. Unterwirft den wilden Dino. Okay, wir kämpfen jetzt gegen einen Dinosaurier, einen Suchomimus. Der ist auch anscheinend die Belohnung, also die DNA dafür. Können wir natürlich gut gebrauchen, also warum nicht? Schauen wir mal kurz, ob wir hier noch was Starkes haben. Nee, die beiden sind schon so, oder die drei sind schon so die stärksten, würde ich sagen. Dann setzen wir am besten den Argon und den Sucho ein. Und Mike Riley ist auch sehr stark gegen den. Also nicht schlecht. Wir haben Berichte über einen wilden Suchomimus in der Gegend erhalten. Sei vorsichtig, er ist verängstigt und könnte angreifen. Boah, das sieht aber cool aus. So ein Swamp-Level. Schon schön gemacht. Ja, wir wissen jetzt ja, dass wir nicht davor wegrennen müssen. Wir müssen ihn halt einfach kaputt machen. Aber ich check trotzdem einmal hier ab. Nö, hat sich nicht gelohnt. Na dann weiter. Da vorne ist der Sucho. Oh, der sieht aber cool aus. Der hat einen anderen Skin. Da ist er ja. Denk dran, sei sanft. Er ist nur verängstigt. Ja, sei sanft. Das ist leichter gesagt als getan. Los geht's, Dinos. Immer feste drauf. Wir müssen auf Abstand bleiben. Oh nein. Oha. Ich kann gar nicht wegsliden. Der greift mich ganz gut an, muss ich sagen. Oh, oh, oh. Den Akku holen wir auch mal dazu, weil der war ja auch stark. Komm, jetzt schaffen wir es ja wohl. Hat der Akku gerade mich angegriffen? Das sieht voll so aus. Oh Gott, ich sterbe voll. Das ist übel schwer. Aha, ich bin mega lowlife. Ich muss irgendwie Leben suchen, sonst haben wir ein Problem gleich. Oh nein. Ist hier Leben? Ist kein Leben.
Der frisst ab und zu was, um sich zu recken. Der Suko. Wir müssen jetzt aber schön auf Abstand bleiben. Gott, renn! Renn, Riley! Oh Gott! Bin da sowas von drauf. Alter! Das wird richtig knapp! Oh, wir haben ihn! Oh. Wow. Alter, das war ja krass, die Mission, ey. Ey, ich wollte die Kiste da auch noch haben. Gute Arbeit, wir schicken ein Team vorbei. Ey, da liegt noch was. Ich kann es nicht einsammeln. Wie gemein. Wenn, belohnen die mich nicht mal vollständig. Oha. Ah, das war knapp. Schwierige Mission. Aber wir haben auch gut DNA und sowas bekommen. Nicht schlecht. Oh, was kommt jetzt? Kapitel 2 leicht abgeschlossen. Sehr schön. Ja, man kann das halt alles noch auf schwieriger spielen. Direkt die nächste Mission. Okay, wir tauschen mal nochmal den Argo aus. Der kommt nochmal raus und wir nehmen nochmal den Argu mit. Warum nicht? Und dann gehen wir direkt in die nächste Mission. Heute haben wir auch echt viel Energie verbraucht. Wir haben nur noch 14 von 31 da oben. Das heißt, danach müssen wir eh erstmal Pause machen, weil da stand, glaube ich, so ein Timer, wann sich das wieder auflädt. Aber ich spiele ja eh immer nur so ein paar Missionen und dann mache ich erstmal ein bisschen länger Pause. Ist ja jetzt nicht so, dass ich das Spiel mega durchsuchte. Dinosaurier fallen, sie nutzen jetzt Fallen. Richtig, und du musst sie entschärfen. Verliere dabei keine Gliedmaßen. Hatten wir sowas nicht schon mal? Kommt mir so bekannt vor. Okay, sehr gut. Gegen Menschen klappen meine Dinos irgendwie besser als gegen andere Dinos. Da vorne sind wieder welche. Ich will die mit einem Schlagstock auf den Suko einkloppen. Ist auch auf jeden Fall die Waffe, die ich mitnehmen würde, wenn ich gegen Dinos kämpfe. Hm. Wow, da ist ja noch einer. Mach ihn. Richtig zerhäckselt. Sehr schön. Hier oben ist bestimmt noch was, oder? Nee. Dann gehen wir mal direkt weiter. Aber der Suko gefällt mir echt gut. Weil der macht richtig viel Schaden und der macht halt auch so Gruppendamage. Der Draco ist auch cool, weil der sich halt so durch Schilder und so durchboxen kann. Das ist auch ganz nice. Oh, wie viel Schaden die mir gerade machen. Ich muss mal kurz wegsliden hier. Suko, gibt's ihm. Sehr schön. Hat sich ja doch gelohnt zu erkunden. Wäre auch frech gewesen, wenn nicht. Ich laufe hier durch die ganze Map und dann kriege ich nichts. Ich brauche langsam mal wieder Leben. Ich bin mega low life. Ich habe echt viel Schaden genommen. Ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen, glaube ich. Ich muss meine Dinos ein bisschen mehr arbeiten lassen und hinter Cover bleiben, glaube ich. Gerade gegen die Schusswaffen. Das ist immer leichter gesagt als getan. Ja, so ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich das so mache. Wir schießen halt trotzdem auf mich, wo die gegen zwei Dinos da kämpfen. Aber die Dinosaurier von mir machen das schon. Oh, da ist Leben. Das ist sehr gut. Das können wir gerade sehr gut gebrauchen. Und hier links ist bestimmt noch eine Belohnung. Muss ja, sonst wäre hier nichts. Nehmen wir auch mit. Oh, da sind nochmal voll viele Gegner. Da müssen wir schnell die Dinos rufen. Die haben auch schon wieder Waffen dabei. Nicht gut. Und auch Schilder. Aber ich kann mich halt einfach zurückziehen immer, ne? Das ist echt ganz praktisch. Ich gehe einfach hier hinter die Felsen und dann der Suko. Der beißt sich da durch. Gegen die Gewehrmenschen. Okay, hier rechts oben ist bestimmt wieder was. Mittlerweile kann man das echt ganz gut erkennen. Das sind immer die Wege, wo nicht der Pfeil hinführt. Da gibt es immer Belohnungen. Oh, der nächste Gegner. Oh, den hat's komplett zerrissen. Er kommt zum Glück ganz gut voran.
Oh, da ist schon das Endlager. Meine Dinos greifen gerade schon an. Ja, wir werden die Falle entschärfen, kein Problem. Das war ja gar nicht mal so schwer. Jetzt nochmal einmal unten links gucken, bevor wir das machen, ob da noch irgendwie eine Belohnung ist. Aber ansonsten haben wir die Mission. Das ging doch ganz gut. Brauchen aber so langsam mal einen neuen Dino. Bin ich für. Du hast die Gegend viel sicherer gemacht, danke. Und wieder eine Mission geschafft. Geht hier wieder Schlag auf Schlag weiter. Oh, wieder so viele Punkte. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall ein Werbevideo anschauen. Was ist das denn hier eigentlich? Neuer Tierführer. Oh, wir haben einen neuen Tierführer. Nein, was ist das denn jetzt? Das ist jetzt ja wohl frech. Erneut versuchen. Okay, es geht wieder. So, jetzt haben wir auch 16.000 Punkte bekommen. Richtig gut. Also wir haben jetzt, glaube ich, schon mega viele. Aber die können wir halt auch immer gut gebrauchen, ne? Die brauchen wir ja ständig, um da irgendwas abzuleveln. Und da haben wir unseren neuen Tierführer. Richtig gut. Aber jetzt habe ich gerade meinen alten aufgelevelt so krass. Das ist natürlich bitter, ne? Schlechtes Timing gewesen, aber wir schauen direkt mal in den neuen rein. So, was hat der denn da? 11% Chance, Verlangsamung auszulösen. Das dann aber besser, ne? Also betäuben. Aber der hat eine Pistole. Der hat bestimmt eine höhere Feuerrate. Könnte ich mir vorstellen. Der kann bestimmt öfter schießen. Wir könnten den aber auch schon wieder aufleveln. Sollen wir mal ein bisschen... Komm. Machen wir den auch mal auf Level 5. Dann können wir den gleich auch mal ausprobieren. Ist doch mal ganz cool mit einem neuen Tierführer. Ich würde sagen, wir öffnen aber jetzt nochmal eine Kiste. Können wir uns nämlich wieder leisten. Ist aber auch wieder nur eine gewöhnliche. Zwei Lilane. Oh Gott, wie gut. Das ist richtig selten, oder? Zweimal Sinoceratops dürfte das sein. Sinoceratops-DNA. Mega. Also auf den Sinoceratops hätte ich schon echt Bock. Ich schaue nochmal kurz hier rein. Ja, lila ist das zweitseltenste. Oha, nicht schlecht. Also das war mal eine gute Kiste, würde ich sagen. Wir können auch jetzt nochmal kurz bei unseren Dinosauriern gucken, würde ich sagen. Wo wir noch viel DNA haben. Also wir können ja auch auf jeden Fall noch einiges aufleveln. Zum Beispiel den Todon und so, aber das brauchen wir aktuell nicht. Aber mich interessiert mal, welche gerade noch so in Aussicht sind. Also der Sinoceratops hat 2 von 50, das dauert noch ein bisschen. Hier haben wir noch den Chunkingo, der hat 3 von 50. Der Proceratosaurus hat 1. Also wir haben hier niemanden oder kein Dino, der irgendwie kurz davor ist. Also der hier ist, glaube ich, der, wo wir noch am meisten haben, der Kentro. Der ist bestimmt auch cool. Aber ich muss sagen, den Sinoceratops hätte ich schon auch sehr, sehr gerne. Den feiere ich nämlich auch. Ein toller Dinosaurier. Aber mal schauen, was wir beim nächsten Mal noch so kriegen werden. Auf jeden Fall werden wir beim nächsten Mal dann auch den neuen Tierführer ausprobieren. Aber ich würde sagen, das soll es jetzt mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich würde mich über ein Like freuen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.